Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Ist delicious. Hey Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile, Jawolski. Leute, direkt als erstes. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Morgen ist es mal wieder Zeit für eine FIFA Mobile Challenge. Gerne auch wieder so in die Kommentare schreiben. FIFA Mobile Challenge Inhalt. Was soll ich machen? Mit welchem Spieler? Bam, 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 bam. FIFA Mobile Bestrafung, also Challenge Bestrafung, wenn ich die Challenge nicht schaffen sollte. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Das Biene Maya Intro ist ja jetzt auch bis FIFA 21 Mobile am Start. Ich muss jedes Mal sagen, wenn ich da auf die 20 Uhr Folge klicke und mir die nochmal alleine angucke, ich muss jedes Mal drüber lachen am Anfang, ne? Es ist irgendwie richtig lustig, dieses Biene Maya Intro von mir selbst gesungen. Null. Ich habe Erik Maxim Choupo-Moting verkauft. Ich habe mir gedacht, diese Münzen, die ich jetzt sowieso da oben habe, da ich ja derzeit eh nicht viele habe, setze ich aber heute ein, um ein paar, ja, Ränge zu erhöhen. 4 Millionen Münzen, weil ich habe es ja leider verkackt. Ich glaube, am Freitag. Freitag und Samstag habe ich komplett gar nicht gespielt. Da war ich einfach, ja, hatte ich absolut auch gar keinen Bock auf Handy zu gucken, weil ich ganz genau wusste, jeder markiert mich da, jeder macht das, hier, das, jenes. Ihr wisst warum. Das Thema ist jetzt für mich abgehakt. Aber ich glaube, ich habe ein, zwei Tage gar nicht gespielt. Ich habe noch keinen Bonus hier abgeholt gehabt. Und ich glaube, ich habe derzeit gerade mal 200 Punkte. Das reicht nicht. Ja, nicht mal 200 Punkte. 148. Also es wird nicht reichen. Ich glaube, ich setze auch nicht mal meine Münzpacks dafür ein. Obwohl vielleicht doch. Aber nur um die normalen Champions League Packs dann nochmal öffnen zu können. Also diese Packs meine ich hier. Aber dafür brauche ich ja wieder Coins. Und wenn ich die Coins ausgebe, ach man, Jungs und Mädels, was hier los? 7 habe ich da. Also heute gibt es mal, ja, keine Champions League Packs. Das hättet ihr von mir wahrscheinlich nicht gedacht, ne? Heute keine Champions League Packs. Nein, Leute, heute nicht. So, ich werde als erstes, ich glaube, die Ränge erstmal von Niklas Stark auf N'Golo Kanté transferieren. Das kostet 1,7 Millionen. Und jetzt habe ich nur noch 2,3. Perfekt. Und kriege ich es hin, vielleicht die 100, 156er heute klar zu machen durch Upgrade Kimmich? Boah, ich glaube nicht, ne, oder? Dafür kann ich einen 90 plus. Ich brauche einen 90 plus Spieler dafür. Und einen Dybala will ich jetzt eigentlich nicht dafür verwenden. Eieieiei, was ist hier mit Kanté, wenn ich den jetzt auf Rang 11 machen wollen? Der auch. Also ich brauche erstmal 90-Plus-Spieler, zwei Stück, dann kann ich Kimmich und Dings hochtrainieren. Und die jetzt zu bekommen, ist natürlich auch ein absoluter Krampf. Ich sag's euch so, wie es ist. Es gibt manchmal Spieler für 400.000, aber man muss halt Glück haben und direkt da sein, wenn halt die Spieler neu draufgestellt werden. Und habe ich Glück? Habe ich Glück? Nö. Aktualisieren. Ich habe aber eigentlich keinen Bock, jetzt hier die ganze Zeit so zu aktualisieren. Deswegen gehe ich mal mit dem Preis etwas höher. Ja, ich komme halt nicht viel, ne? Also, Team-Upgrade, das ist, glaube ich, das kleinste Team-Upgrade, was ich in FIFA 20 Mobile gemacht habe. D. Thomas, komm, wir holen uns den für 700.000. Ja, ich kann, glaube ich, nur einen machen, oder? Ah! Mann, Jungs, wo kriege ich jetzt Münzen her? Ich muss mal wieder Packluck haben, aber in letzter Zeit habe ich den Packluck hier. Ja, so Niklas Stark kann ich da auch rein theoretisch reinhauen. Naja, aber es geht ja nur bis 106, deswegen macht das nicht so viel Sinn. Aber ein Kimmich kann ich auf jeden Fall jetzt hier nur 1000. Ja, nee, also ich könnte mir jetzt maximal noch einen 90-Plus-Spieler holen, ja. Aber dann kann ich den Rang von Wayne Rooney nicht hochtrainieren, weil ich dann keine Münzen mehr habe. Perfekt. Also Wayne Rooney ist der Einzige, der noch auf Rang 9 hier rumdumpelt. Alle anderen sind mindestens Rang 10, Pelé Rang 14. Bedeutet aber rein theoretisch Mats Hummels, ne? Könnte ich ja so. Da muss ich auch zahlen. Ne, macht auch keinen Sinn. Ich muss 1,1 Millionen Münzen dafür zahlen, aber dann hätte ich Mats Hummels auf 106. Hätte Fahrradkette, können wir heute nicht hier, kriegen wir heute nicht hin. Apropos Leute, was denkt ihr, wann kommt FIFA Mobile 21 raus? Ich sage, meine Vermutung ist, dass FIFA Mobile 21, weil ja am Donnerstag das Champions League Event endet. Übrigens, morgen bin ich wieder live und am Donnerstag bin ich live. Also wieder zwei FIFA Mobile Streams in der Woche, logischerweise. Montag, Donnerstag sind ja so meine Streaming-Tage hier auf dem Kanal. Ja, ich vermute, dass das, weil es ist auch die letzte Weekend League, glaube ich, ne?
läuft ab Donnerstag, oder? Gibt's noch eine? Oder ist es nicht die letzte? Ich weiß es nicht. Also da bin ich mir nicht sicher. Es kann vielleicht gibt es noch zwei oder so. Aber ein Play of the Month Turnier gibt es ja nicht mehr. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das Icons Event läuft in 25 Tagen ab. Deswegen vermute ich, dass in 25 Tagen FIFA Mobile Schicht im Schacht ist. Schicht außen macht, also Schlacht. Und in 5 Tagen dann am Donnerstagabend gibt es dann direkt das neue Event. Und das ist das Saisonvorbereitungsevent. Das ist meine Vermutung. Und der Hein FIFA hat mir schon ein paar Karten hier erstellt. Ich blende euch mal hier jetzt Matheus Cunha ein und Arne Meyer. Richtig geile Karten, feiere ich. Was haltet ihr von diesem FIFA Mobile 21 Design, wenn so die Karten aussehen würden? Ich feiere das Design. Ich finde es gut, aber am Ende des Tages, ja, macht natürlich Praktikant Frank die Designs. Ist klar, ne? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Heute ist wieder Pass durch das Tor. Ernsthaft? Also Pass durch das Tor ist das blödeste Skillspiel von diesen Skillspielen, die man hier zocken kann. Also das natürlich die ersten Skillspiele sind in Ordnung, weil sie halt leicht sind, mittel sind, schwer sind und aber das Extreme. Bruder, da muss ich ganz dringend los. Ich sag's euch, also das macht jetzt nicht so viel Laune. Die Punkte bewahre ich mir heute auf, auch wenn ich heute noch auf vielleicht 100 kommen sollte. Die bewahre ich mir auf, dass ich morgen vielleicht noch 2-3 Packs öffnen kann im Livestream. Wie viele Dings habe ich da eigentlich geöffnet? Wann ist der nächste garantierte Spieler am Start? Ich guck mal gleich. Nach dem zweiten Pass durch das Tor. Batz, Digga. Sehr schön. Ich hoffe ja, dass in FIFA Mobile 21 auch weitere Skillspieler gibt und nicht wieder die gleichen. Da kann EA ja so viel variieren, was sie machen könnten, aber... Ja, mal gucken, was sich da Praktikant Frank einfallen lässt. 4. Das heißt, ich müsste morgen 5 öffnen und hätte einen garantierten Spieler. Sollen wir das morgen live im Stream machen? Ich denke mal, ihr seid dafür, oder? Jeder, der jetzt dafür ist, schreibt Hashtag. Macht das. Hashtag macht das. Leute, Hashtag macht das unten in die Kommentare, wenn wir morgen im Stream 5 Packs öffnen sollen. Und dann ist ja der nächste garantierte Spieler dabei. Entweder Muriel, Alba, Sterling, Neymar. Ich hoffe, dass ich in den 4 Packs davor schon Muriel weg habe. Dann habe ich nämlich im garantierten Pack Alba, Sterling oder Neymar. Und das ist nice. So, das geht hier auch noch. Ich glaube, da brauche ich jetzt 1500. Aber das Extreme gleich, da ist der Ausrastfaktor schon relativ hoch, muss ich sagen. Gerade mit Pelé. Keine Ahnung, Leute. Pelé, der kann nicht passen. Real Talk. Der kann nicht passen. Ich sag's euch. Ihr werdet es gleich sehen bei dem Extremen. So, ich bin jetzt 2 davor. Hauptevent, bam, 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 bam. Abgeschlossen. Zack. Jetzt, Leute. Also nicht jetzt, danach dann. Aber ihr seht ja schon, wie Pelé passt. Keine Ahnung, der holt immer so Ewigkeiten aus. Seht ihr das? Keine Ahnung, was mit Pelé los ist, aber... Passspiel ist jetzt nicht so seine Stärke. Oh, shit, als ob ich das jetzt hier nicht mehr schaffe. Komm! Eins noch. Eins noch. Jawohl. Eine Sekunde hatte ich nur noch. Also. Es ist ein absoluter Krampf, dieses Skillspiel. Ein absoluter Krampf. Und jetzt. Zweimal kann ich das spielen. Wahrscheinlich verkacke ich das zweimal. Ich rieche es. Leute, es liegt förmlich in der Luft. Es liegt förmlich in der Luft. Komm, Pelé. Komm, Pelé. Warte. Jawohl. Ich muss. Ja, schon verkackt. Schon verkackt. Immer hier ins Ausbaben. Es geht, glaube ich, schneller dann, als die Zeit abzuwarten. Ja. Weil man muss jedes Tor schaffen. Wenn man einmal daneben schießt, dann ist es verkackt, Leute, das Spiel. Also Abfahrt. Nochmal. Auf ein neues. Pelé abwarten und jetzt Lewandowski ein bisschen abwarten und oh! Baller durch da. Baller low, 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 los. Und zack, ja, ja, komm, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm, ah, ja, ja, Pelé. Pelé, Jawolski, ich hab's geschafft, Leute. Bam, Junge. Dönitz, gestern Ausraster bei 90 Plus Spieler. Heute Ausraster bei Skillspiel geschafft. Ich würde sagen, das war's für die heutige 20 Uhr Folge, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich bin gespannt auf eure Challenge-Vorschläge und dass wir uns morgen da eine aussuchen könnten. Denkt dran, ich habe nur 767.000 Münzen. Vielleicht machen wir irgendwas mit Del Piero, das könnte ich mir vorstellen. Del Piero, Prime Icon, ist ja am Start, spiele ich nicht, könnte ich spielen und ja, mal gucken. Mal gucken, was ihr so reinschreibt.
Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen Abend natürlich live, Leute. Und natürlich morgen Abend natürlich auch die 20 Uhr Folge. Und wie oft habe ich gerade natürlich gesagt? Ich bin raus. Haut rein und tschüssi.